Matze Menucha Nechona Al Kanfei Hashchina. Wir hatten hier in der Mahnung-Gedenkstätte eine Gedenkstunde aus Anlass des 75. Jahrestags des Ende des Zweiten Weltkriegs. Es fand natürlich in kleinem Rahmen statt, wie es eben nur möglich ist in Corona-Zeiten. Ich freue mich, dass die Generalkonsuln der Vereinigten Staaten, von England, von Frankreich und von Russland, der polnische Generalkonsul, der Doyen des konsularischen Korps ist, und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde mit mir gemeinsam diese Gedenkstunde begangen haben. Ich glaube, es ist ein Ereignis, das auf der einen Seite das Ende des wohl grausamsten und brutalsten Krieges der Menschheitsgeschichte markiert, gleichzeitig das Ende des Naziterrors in Deutschland und Europa und damit auch die Befreiung unseres Vaterlandes. Und ich habe auch meine Dankbarkeit darüber zum Ausdruck gebracht, dass Deutschland seither das Privileg hat, von Freunden umgeben, im Frieden zu leben, und dass wir immer daran denken sollen und uns selbst daran erinnern sollen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass der Gefahren, die damals in die Katastrophe geführt hat, immer gewärtig zu sein, man gewärtig zu sein hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erinnern, denn nur die Erinnerung hilft uns, uns zu immunisieren gegen die Gefahr von Terror, Narzissmus und Krieg, wie er eben vor 75 Jahren damals zu Ende ging.